gefürchtet. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Siebenter Tag. Komm, o Geist der Gottesfurcht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Volle Einsicht gibt sie allen, die sie üben. Psalm 110. Zu Gottes Kindern hat uns der Heilige Geist in der Taufe gemacht. Zur Behütung und Entfaltung dieser Gnade erfüllt er uns mit dem Geiste der heiligen Furcht. Nicht knechtische Furcht, die Sünde nur wegen der Strafe meidet, will er uns geben, sondern die Furcht der Kinder, einen gütigen Vater zu beleidigen oder ihn zu verlieren. Diese Furcht quillt aus der Liebe zu Gott und aus der Kenntnis der eigenen Gebrechlichkeit. Je vertrauensvoller und kindlicher unsere Hingabe an Gott ist, umso wachsamer und vorsichtiger sind wir, Gott zu missfallen. Ja, wir bemühen uns vielmehr, seinen Willen auch im Kleinsten zu erfüllen, seinen Gnaden zu entsprechen. In dem Psalm kehrt oft der Gedanke wieder: Selig, wer den Herrn fürchtet. Wie sollte die Gottesfurcht nicht froh machen, dass sie alles anhält, was sich zwischen Gott und unsere Seele stellen und die beseligende Verbindung mit Gott stören könnte? Sie gibt schon hier die Freude eines guten Gewissens, dem Frieden mit dem Menschen und die Hoffnung auf die ewige Vereinigung mit Gott. Diese Tage des besonderen Bittens um das Kommen des Heiligen Geistes sollen unseren Blick schärfen für alles, was seiner gnadenvollen Einkehr in uns sich hemmend in den Weg stellen könnte. Sie sollen uns nachdenklich machen und die Frage vorlegen: Was missfällt dem Heiligen Geist in deinem Innern, dass sein würdiger Tempel sein soll? Wie weit leitet der Geist der Gottesfurcht meine Gesinnung, mein Reden und Handeln, meinen Verkehr mit den anderen? Diese Tage des besonderen Bittens um das Kommen des Heiligen Geistes sollen unseren Blick schärfen für alles, was seiner gnadenvollen Einkehr in uns sich hemmend in den Weg stellen könnte. Sie sollen uns nachdenklich machen und die Frage vorlegen: Was missfällt dem Heiligen Geist in meinem Inneren, dass sein würdiger Tempel sein soll? Wie weit leitet der Geist der Gottesfurcht meine Gesinnung, mein Reden und Handeln, meinen Verkehr mit den anderen? Gebet. Gib uns die Gnade, o Herr, dass wir alle Zeit deinen heiligen Namen ebenso fürchten wie lieben. Niemals willst du ja deine Führung denen versagen, die du begründest in treuer Liebe zu dir. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Leitgedanke. Ich will Sorgfalt hüten, Gott beleidigen, mich heute mit besonderer, auch nur im Geringsten, zu Stoßgebet. Heiliger Geist, durchdringe mich mit deiner heiligen Furcht. Erschaffe mir ein reines Herz. Stoßgebet. Heiliger Geist, durchdringe mich mit deiner heiligen Furcht. Erschaffe mir ein reines Herz. Reinste Mutter, bitte für uns. Vater unser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen.